Hallihallo, ich bin die Kerstin und ich freue mich, dass du da bist. Wir haben heute einen ganz besonderen Wunsch, einen Yoga-Flow für Wanderer und Läufer. Das heißt, du kannst ihn auch wunderbar ohne Matte, mit Schuhen, direkt vor Ort, egal im Wald, auf dem Feld, wo auch immer du bist, machen. Was hilfreich ist, ist, wenn du irgendwo einen Baum oder dein Auto in der Nähe hast oder eine Wand, ist aber nicht zwingend notwendig. Wenn dir unser Video gefällt, abonniere gerne den Kanal, vergiss nicht das Glöckchen zu aktivieren und schenk uns auch gerne deinen Daumen hoch. Du kommst gerade von deiner anstrengenden Wanderung oder von deinem Lauf zurück und möchtest dich ein wenig lockern, ein wenig dehnen, bisschen mobilisieren. Kein Problem, stell dich einmal hüftweit auf. Wir starten mit dem oberen Bereich. Zieh den Bauchnabel ein, bring den Oberkörper in die Länge. Öffne einmal deinen Herzraum, zieh auf Schulterhöhe die Daumen nach hinten, die Schulterblätter zueinander. Mit der Ausatmung verschränk die Finger ineinander, runde den Rücken und zieh die Hände nach vorne von dir weg. Einatmen, öffnen, ausatmen, rund. Mach das ein paar Mal. Spür in deine Schultern, in deinen Brustkorb, deine Wirbelsäule. Halt die Spannung in deiner Mitte. Komm langsam zum Stand. Rotier gern ein-, zweimal deine Schultern. Und beginne Standbein links, Arbeitsbein rechts. Zieh das rechte Knie im Stand zu dir ran. Spür einmal die rechte Gesäßhälfte. Spür dein Gleichgewicht. Achte darauf, dass die Beckenschaufeln parallel bleiben. Zum Boden. Von hier aus löse den Griff, stell deinen Fuß ein kleines bisschen nach hinten. Achte darauf, dass du hüftweit stehst und alle Zehen nach vorne zeigen. Wenn du hast, stell dich gerne in die Nähe eines Baums oder deines Autos, um deine Hände auf Schulterhöhe als Gegendruckpunkt nutzen zu können. Die rechte Ferse ist fest geerdet, rechtes Bein ist gestreckt, Beckenschaufeln parallel nach vorne ausgerichtet, das linke Knie beugt. Spür die Dehnung in deiner rechten Wade, drück hier gern. Gegen Baum, Wand, Auto, was du hast. Dein linkes Knie darf gerne etwas spitz werden, wenn du keine Knieprobleme hast. Nutz den vorderen Fuß für die Mobilität im Fußgelenk und die Kraft im linken Knie. Bauchnabel zieht weiter ein, Oberkörper bleibt lang. Komm hier ein wenig in die Dynamik. Lösen und wieder tief gehen. Spür deine rechte Beinrückseite, dein linkes Fußgelenk und linkes Knie, so weit wie es für dich angenehm ist. Ein paar Mal. Strecke beide Beine, bring den rechten Fuß weiter nach hinten. Beug dein rechtes Knie, stell dein Becken auf, dein linkes Knie ist in einer Linie über der linken Ferse. Von hier aus, Bauchnabel zieht nach innen, Brustbein hebt, schieb deine rechte Ferse so weit nach hinten, wie dein Becken aufrecht bleibt und du die Dehnung in der rechten Leiste im rechten Oberschenkel spürst. Halt gern die Hände am Becken, um deine Ausrichtung zu kontrollieren. Oberkörper aufrecht. Hier, wenn du magst, einmal in die Dynamik. Heben und senken. Optional, nicht für jeden gewünscht, nutz gern ein Handtuch. Oder was du da hast, um dein rechtes Knie hinten zu polstern, in einer Linie unter deiner Hüfte, greif deinen rechten Fußrücken. Auch hier, wenn du magst, arbeite in dein linkes Fußgelenk mit deinem linken Knie. Spür die Dehnung ganz intensiv in deinem rechten Oberschenkel und stabilisierende Arbeit in deinem linken Knie und Fußgelenk. Bleib aufrecht im Oberkörper. Zieh die Schulterblätter zueinander.
Lösen. Stell die rechten Zehen wieder auf. Richte dich auf. Bring die Füße parallel. Komm in eine Grätsche. Zieh den Bauchnabel ein. Heb dein Brustbein. Fuß Außenkanten schieben fest in die Matte. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Wenn du eine Matte hast. In den Boden. Schieb die Fußaußenkanten in den Boden. Und dann beug vom Becken aus. Langer Rücken. Spür die Dehnung in der Beinrückseite. Bring gerne, wenn du magst, die Hände zum Boden. Halt den Rücken lang. Wenn dafür nötig, beug deine Knie. Sei ganz achtsam mit dir selbst. Richte dich auf. Dreh die Füße ungefähr 35-45 Grad nach außen. Beug das linke Knie, rechtes Bein wird lang. Der Oberkörper darf hier in der Vorbeuge bleiben. Wechsel die Seite. Spür deine Oberschenkelinnenseiten. Die Arbeit nochmal im Fußgelenk und im Knie. Rechts und links im Wechsel. Da wir das hier rechts und links im Wechsel machen, werden wir das gleich auf der anderen Seite nicht mehr brauchen. Noch einmal. Richte dich auf, streck beide Beine. Lauf zehn Ferse. Deine Füße hüftweit. Spür nochmal beide Füße fest im Boden. Rechtes Bein löst sich. Zieh die rechten Zehen Richtung rechtes Knie und leg sie auf deinen linken Oberschenkel. Setz dich hier nach hinten ab. Rechtes Knie zieht mehr Richtung Boden. Beckenschaufeln sind parallel. Schultern möglichst in einer Linie. Spür die Dehnung im rechten Gesäß und rechten äußeren Oberschenkel. Bleib mit dem rechten Fuß ganz aktiv. Linkes Bein arbeitet nochmal. Richte auf, löse auf und schüttel durch. Zweite Seite. Wir starten wieder. Aufrechter Stand. Linkes Bein zieht diesmal Richtung Brustkorb. Schieb den rechten Fuß fest in die Matte. Setze links einen Schritt zurück. Zehen zeigen nach vorne, beide Beine sind noch gestreckt. Wenn du magst, dein Wand, dein Baum, dein Auto. Beug dein vorderes Knie, bleib aufrecht im Oberkörper. Linke Ferse ist fest im Boden. Linkes Bein lang gestreckt. Rechtes Bein beugt. Spür hier in die Dehnung der linken Wade. Arbeit im rechten Knie, im rechten Fußgelenk. Wie gesagt, wenn du Schmerzen im Knie hast, werd nicht so spitz. Mach den Schritt ein wenig größer und bleib mit dem Knie hinter deinen Zehenspitzen. Richte dich nochmal auf. Heb dein Brustbein. Komm in die Dynamik. Heben und senken. Spür in dein Fußgelenk, dein vorderes Knie, dein hinteres Fußgelenk und die hintere Wade. Strecke beide Beine. Bring den linken Fuß weiter nach hinten. Rechtes Knie über rechter Ferse. Schieb die Ferse einmal nach hinten. Richte dich im Becken auf. Beug dafür dein linkes Knie. Erst wenn du hier die Stabilität und Aufrichtung im Oberkörper hast, schieb deine linke Ferse weiter nach hinten. Verlängere dein linkes Bein. Spür die Dehnung in der linken Leiste, im linken vorderen Oberschenkel. Becken bleibt auch hier. Schön nach vorne ausgerichtet. Komm auch hier einmal in die Dynamik. Heben und senken. Achte darauf, dass deine Zehen immer gleichmäßig nach vorne ausgerichtet sind. Optional polster dein linkes Knie in einer Linie unter deiner Hüfte. Greif deinen linken Fuß. Sei ganz achtsam mit der Dehnung in deinem linken Oberschenkel. Auch hier. Wenn du magst, arbeite nochmal. Mit dem rechten Knie nach vorne. Arbeite in dein rechtes Fußgelenk.
die Stabilisation im rechten Knie und die intensive Dehnung im linken Oberschenkel. Zieh die Schulterblätter zueinander, halt deine Mitte aktiv. Und dann löse, setz den Fuß wieder auf, hebe dein Knie, streck beide Beine. Setz den Fuß nach vorne. Wie gesagt, Grätsche wirkt auf beide Seiten. Und der Wechsel rechts und links hatten wir auch. Das heißt, Standbein rechts, linker Fuß löst sich, linke Zehen ziehen Richtung Knie, Fußgelenk links legt sich über den rechten Oberschenkel, linkes Knie, yeah, linkes Knie zieht nach unten Richtung Matte. Setz dich tief, Beckenschaufeln zeigen gleichmäßig nach vorne, spür die Dehnung in der linken Gesäßhälfte, dem linken äußeren Oberschenkel. Halt den Oberkörper möglichst lang, zieh den Bauchnabel nach innen. Und dann richte dich auf, löse dein Bein, stell die Füße noch einmal parallel. Heb dich mit der Einatmung einmal auf die Zehenballen, aktiviere die Fußgelenke zueinander und ausatmen, senk dich einmal auf die Fersen, zieh die Zehenspitzen nach oben. Mach das ein paar Mal. Heben und senken. Heben und senken. Locker alles durch. Schüttel alles aus. Genieß den Rest deines Tages. Du hast das super gemacht. Sei stolz auf dich. So, und wenn dir dieses Video gefallen hat, schenk uns gerne deinen Daumen hoch, abonnier den Kanal und vergiss das Glöckchen nicht. Und ich freue mich, wenn ich dich bald wiedersehe. Tschüss!